Dim 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 dim. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin und ihr denkt euch jetzt vielleicht, hä? Aubertin? Orkus, das habe ich ja schon mal gesehen. Und da muss ich euch einmal widersprechen und einmal zustimmen. Also beides auf einmal. Denn wir haben schon mal Orkus auf dem Channel auch geprofiled. Das hier ist aber eine andere Variante, als wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist auch ein pures Orkus-Deck. Aber mit ein bisschen Spice drin, sagen wir es mal so. Ich habe heute wieder auf den Locals gespielt, wieder bei Olibaba. Diesmal bin ich 3-1 gegangen, also das Deck lief deutlich besser. Ich habe mich einmal selbst geschlagen und einmal die Biro abbekommen. Das war für das eine Match ein bisschen doof. Aber dann würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung gehen wir ins Deck-Profile rein. Ihr habt ja garantiert das Thumbnail schon gesehen. Wir fangen wie immer mit dem Main-Deck an. Da gibt es jetzt grundsätzlich keine großen Änderungen. Wir haben immer noch dreimal den Hafenhorror. Der ist halt wichtig, der Spezialbeschwört uns die Orkus-Monster direkt aus dem Deck. Das ist immer ziemlich wichtig, weil wir brauchen den Orkus-Namen auf dem Feld, damit wir für Galatea gehen können, weil die braucht halt ein Orkus-Monster als Material. Die ist also essentiell wichtig. Die darf auch nicht geasht werden oder irgendwas in der Richtung. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Da kommen wir gleich noch drauf. Da machen wir kurz einmal das Licht ein bisschen anders. So, ein bisschen schöner. Dann spielen wir noch dreimal den Orkus Albtraumritter. Auch der ist für uns essentiell wichtig, weil der Orkus Albtraumritter kann ein finsternes Maschinenmonster von unserem Deck auf den Friedhof legen. Und das ist halt extrem wichtig, weil wir können damit zum Beispiel den Hafenhorror reinlegen oder jedes andere Orkus-Monster oder die anderen Dark Maschinenmonster, die wir spielen. Das ist halt ziemlich viel. Deshalb ist sie wichtig. Die spiele ich auch deshalb auf 3. Hat noch einen anderen Grund in dem Deck, komme ich aber gleich zu. Aber noch ein schöner Nebenaspekt ist, die Karte kann nur durch Kampf zerstört werden durch Link-Monster. Das kommt nicht häufig vor, aber manchmal kommt das vor und dann ist das gar nicht mal so unwichtig. Dann spielen wir noch zweimal unser Orkus Beckenskelett. Vielleicht kriegt ihr im neuen OTS-Pack einen Super Reprint, wäre auf jeden Fall nett. Die spielen wir zweimal, weil wir die Karte Gizmegorochi spielen. Und mit Orochi können wir öfter mal was banishen und wäre doof, wenn das das eine Beckenskelett ist, was wir haben. Deswegen spielen wir beide, damit wir auf jeden Fall das halt haben. Und es macht manchmal auch Spaß, wenn ihr zwei davon zirkeln könnt, um dann in gegnerischen Zug und in eurem Spielzug die zu aktivieren. Das ist immer ganz nett. Dann spielen wir letztes Mal noch auf 1, jetzt auf 3 gespielt. Orkus Blechbombarde. Viele spielen die nicht. Ich kann verstehen, die Leute, die das nicht spielen. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die die spielen. Grundsätzlich ist die Blechbombarde dafür da, um Handtraps rumzuspielen, außer um Impermanence. Weil wenn wir die normal beschwören, auf den Kuribo gehen und einen Orkus von unserer Handspezial beschwören, haben wir schon die Galatea auf dem Feld. Das ist halt deutlich besser als das andere. Aber die hat noch einen anderen Grund, warum wir die auf 3 hier drin spielen. Da komme ich aber gleich zu, wenn wir bei den Zauberkarten sind. Die finde ich auf jeden Fall essentiell wichtig, weil es halt ein Orkus-Name ist und der ist halt relativ einfach rufbar. Und eine weitere Normenzahl in dem Deck. Dann spielen wir noch zwei, ich sag mal, Orkus-Monster in Anführungszeichen. Der ist halt in sich schon ein Orkus-Monster, hat es nur leider nicht im Namen. Aber der kann ein Orkus-Monster von unserer Verbandenzone spezial beschwören, das ist halt ganz nett. Und der ist halt Level 8 oder 7, irgendwas in die Richtung. Dark-Monster ist für Grapher wichtig. Und der ist halt Level 8. Und den können wir auch mit dem Albtraumritter auf den Friedhof schicken. Die können wir auch in den Battle-Phase rufen, das macht es halt nochmal ein bisschen besser. Die beiden Karten sind auf jeden Fall essentiell wichtig. Dann spielen wir noch ein paar Starterkarten. Wir spielen zweimal den Mathematiker. Ich habe jetzt die Normalbeschwörung ein bisschen runtergecuttet. Der Grund dahinter ist der folgende. Wenn wir mit zu vielen Normalbeschwörungen auf unserer Hand starten, was ja in dem Deck wirklich durchaus sein kann, bekommen wir eine Handtrap auf die eine Beschwörung und dann ist unser Zug quasi vorbei. Ich wollte das ein bisschen reduzieren. Deswegen spielen wir zwei Mathematiker, einen Armageddon-Ritter und einen finsteren Grapher. Das heißt, wir spielen 4 Starterkarten in Anführungszeichen. Man muss dazu sagen, dass die meisten Orkus-Monster, also jetzt zum Beispiel Hafenhorror und vor allem mal die Blechbombarde, auch beides Starterkarten sind. Deswegen spielen wir essentiell mit der Blechbombarde plus halt, das ist jetzt Rota, mehrere Starter als nur die 4. Aber das sind halt die 4 besten. Ihr könnt theoretisch auch hier Scrap Recycler spielen. Funktioniert auch gut, ist halt nur doof gegen Decken und Libion. Denn ich möchte quasi Monster haben, wie die jetzt hier, die
wenn die Deck Only One haben, darauf chainen können, aber das trotzdem durchgeht, weil das halt, das ist ein Krieger, das ist ein Hexer. Scrap Recycler ist halt Maschinen, das wäre halt ein bisschen doof. Deswegen spielen wir die 4, hat auch vollkommen ausgereicht heute. Und dann spielen wir noch dreimal Cyberdrache Nächster. Ich werde oft gefragt, warum Cyberdrache Nächster in dem Deck drin ist. Das hat eigentlich drei Gründe und die Gründe sind eigentlich alle ziemlich gut. Zum einen ist es so, er kann sich selber spezial beschwören, indem wir ein Monster von unserer Hand auf den Friedhof legen. Das heißt, wir können unsere Hand entbricken, indem wir ein Orkusmonster auf den Friedhof legen. Der zweite Grund ist, wenn wir die spezial beschwören, können wir ein Monster mit 2100 Def oder Angriff von unserem Friedhof spezial beschwören. Und den Gierso hat lustigerweise 2100 Verteidigung, also wir können mit ihm den Gierso beschwören. Der nächste Aspekt ist, wir können mit ihm Boards outen. Das heißt, wir können ihn halt normal beschwören oder special, je nachdem wie ihr es haben wollt. Und dann können wir mit dem das Extra-Deck-Monster wegmachen und in den Mega-Fleet gehen. Das ist halt wirklich zum Outen vom Board richtig, richtig stark. Und im Mirror-Match ist die halt richtig bonkers, weil wir können dann auf den Chimera-Tag gehen und das ganze Feld wegnehmen. Deswegen spielen wir die dreimal. Richtig, richtig starke Karte. Ist auch wieder teuer geworden. Also das ist kein Budget-Build, sage ich schon ganz ehrlich, weil das Deck ist relativ teuer. Dann spielen wir noch einmal unsere Starterkarten in Zauberform. Das ist einmal Foolish Burial und einmal Rota. Ich denke mal, die beiden Starter sind klar. Mit der können wir den Hafenhorror in den Grave legen oder was anderes. Und mit der können wir halt unseren Graffer oder Armageddon-Ritter suchen, je nachdem, was wir noch nicht haben. Beides sehr, sehr starke Karten. Die nächste Karte ist One for One. Und wir kriegen mit One for One entweder, das ist halt sehr unmöglich, den Nächster aufs Feld, um das extra Monster zu outen. Oder wir kriegen den Orkus, die Orkus Blechbombarde und haben damit direkt den Orkus Namen auf dem Feld und können gegebenenfalls mit ihm sogar schon ein Orkus Monster auf den Friedhof legen von unserer Hand, was richtig, richtig stark ist. Dann spielen wir noch einmal einen Extender. Und das ist einmal die Monster Reborn. Erstmal sehr schönes Artwork, guckt euch an, ist super schön. Aber darum geht es gar nicht. Die Karte ist halt super Extender, brauche ich nicht zu sagagen. Immer wenn ihr Decks habt, wo ihr viel in euren Friedhof reinlegt, macht die Monster Reborn auf jeden Fall Sinn. Deshalb gute Karte. Dann spielen wir ein bisschen Orkus-Zeug, logischerweise. Das eine Babel, mehr braucht ihr nicht. Jetzt habe ich auch endlich die Super Rare. Die ist halt wichtig, dass sie auf dem Feld bleibt. Aber die könnt ihr, wenn die im Friedhof ist, könnt ihr eine Karte discarden und die wieder auf die Hand nehmen. Das macht die Karte halt recycelbar. Das Einzige, was doof ist, wäre halt Cosmic Cyclone auf die Karte. Aber für die Variante möchte ich nicht unbedingt einen zweiten spielen, deswegen spielen wir nur den einen. Dann spielen wir zweimal orchestrierte Rückkehr. Auch wenn ich einen sehr, sehr hohen Orkus-Count spiele, spiele ich nur zwei davon. Der Grund ist der folgende. Wir haben hier die Karte One for One, wir haben Cyberdrache Nächster und wir haben halt die Rückkehr. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Karten, die Monster von unserer Hand auf den Friedhof legen können. Und die Karte ist mit dem Plus 2, also mit dem Plus 1 ganz nice. Also Plus 1 ist ja schon. Also mit dem C2-Effekt ganz nice. Aber wir möchten halt nicht mit der Return in die andere Return reinziehen, was mir heute lustigerweise irgendwie viermal passiert ist, was irgendwie mit 2 sehr unwahrscheinlich ist. Aber deshalb spielen wir die nur zweimal, weil wir die eine immer über Galatea suchen können. Und deshalb brauchen wir die auch nur zweimal. Ist auch wieder übelst teuer geworden, die Karte. Dann spielen wir, um uns zu protecten, 3 Called by the Grave. Ihr habt jetzt gesehen, wir spielen keine Ash Blossom in unserem Main Deck. Und diesmal auch nicht mehr im Side Deck. Der Grund dahinter ist folgender: Wir können mit der hier die Ash Blossom outen, wenn ihr kommt. Impermanence ist halt schade, da können wir nichts gegen machen. Aber die Ash Blossom oder halt in Game 2 zum Beispiel die Lancia, die werden halt immer gegen uns gesided. Dafür ist sie halt wirklich echt gut. Ein netter Nebenaspekt ist, Lancia ist nicht Once per Turn, das heißt, wenn euer Gegner 2 hat und ihr callt die einen Lancia, kann er den zweiten abwerfen und dann seid ihr trotzdem arm dran. Ist aber gar nicht so schlimm. Die sind auf jeden Fall essentiell wichtig. Ach ja, und ich spiele keine Ash Blossom, weil wenn ich die eine Asche, calle, kann ich ja selber keine Ash Blossom mehr in meinem Zug aktivieren, deswegen spiele ich die Ash Blossom gar nicht erst in meinem Deck. Dann spielen wir noch weitere Extender. Und das ist eine Instant Fusion. Wir spielen 2 Instant Fusion Targets, die Klassiker in unserem Extra Deck. Eine für Go Second, eine für Going First. Richtig starke Karte. Die ist auf jeden Fall essentiell für das Deck. Die braucht ihr auf jeden Fall. Dann spielen wir noch eine Karte, die habt ihr garantiert schon lange nicht mehr gesehen. Also vor allem nicht im Orkus Deck. Das ist einmal die Karte
Maschinenduplizierung. Diese Karte müsste eigentlich heißen, hallo Ballord, hier bin ich. Denn diese Karte gibt euch die Möglichkeit, direkt für Game zu gehen. Deswegen spiele ich das Deck meistens auch so, dass ich halt Second gehe. Weil wenn ich eine Ash kassiere auf einem Bombard oder auf irgendeinem Orkusmonster und ich habe die Möglichkeit mit Bombard ein Nightmare zu specialen, dann mache ich das und dann gehe ich für die Duplizierung und dann habe ich zwei mehr Monster, kann dann damit auf Galatea gehen und kann dann damit auf Boardsword gehen und kriege dann über das Beckenskelett auf jeden Fall noch den Gesso raus und das ist dann meistens Game. Und das sind alle Zauberkarten, also richtig starke Karte, weil damit auch einfach keiner rechnet. Das eine Crescendo, wir spielen nur eins, weil wir können auch zwei spielen, aber die in der Starthand ist halt eigentlich ein Brick. Deswegen wollen wir sie nur einmal haben. Wir können sie einmal über Galatea suchen und das reicht eigentlich auch. Weil wir spielen das nicht unbedingt auf Negates, sondern das First on Board mit Mascarena ist halt deutlich stärker als das mit Crescendo, deswegen enden wir auf Mascarena. Und dann spielen wir dreimal Infinite Impermanence. Das sollte auch klar sein. Der Grund, warum ich jetzt hier Impermanence spiele und nicht Ashblossom, ist der, dass diese Karte nicht gecallt werden kann. Das bedeutet, ich möchte, wenn ich eine Handtrap aktiviere, dass die durchgeht. Und deshalb spielen wir Infinite Impermanence. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Budget, aber definitiv die bessere Karte im Vergleich auch zu Ash. Weil im Mirror Match ist halt die Karte richtig stark, weil die alle Orcus Decks main called by the Grave. Und da kann die halt nichts gegen machen. Und die ist halt auch schön, wenn ihr wirklich First geht, könnt ihr die einfach setzen und könnt quasi Zauberkarten und Monster-Effekte annullieren. Je nachdem, welche Spalten ihr das jetzt setzt. Das ist halt wirklich richtig stark. Deshalb die auf jeden Fall dreimal. Dann kommen wir zu unserem Extra-Deck. Da gibt es nicht viele Neuigkeiten zu dem letzten Deck, was ich gebaut habe. Gehe ich aber ganz kurz auf ein. Also wir spielen ein Linkoribu für die Bombard oder für Nächster, je nachdem, wie wir es machen müssen. Also Nächster wäre dumm, aber für Bombard ist hier halt echt gut, weil ihr ein Monster ist und kann die Bombard auf den Friedhof schicken und dann könnt ihr halt auch wieder benutzen und sie ist halt Dark, das ist halt auch nicht verkehrt. Das heißt, wenn ihr in einer Combo irgendwann so weit seid, dass ihr den Bombard irgendwie gespecialt habt, könnt ihr die vom Friedhof wieder zurückholen, die Bombard wieder auf den Friedhof legen, wieder aus der Hand specialen. Das ist halt so eine ganz, ganz schöne Karte. Dann spiele ich zwei Galatea. Also ich habe Galatea von 3 auf 1 runtergecuttet. Mir ist aufgefallen, es gibt halt Games, wo ihr wirklich die dritte Galatea braucht oder haben wollt, sagen wir es mal so. Aber fast immer, und das ist wirklich fast immer so, mit dem Deck hier, es ist so ein Agro-Deck, dass ihr eigentlich immer bevor ihr die dritte Galatea machen müsst, mit Ballsword eigentlich rote Karte habt. Deswegen kommt das eigentlich nie vor, dass ihr eine dritte braucht. Ich habe nur heute einmal gegen Striker gespielt und da hätte ich sie gern gehabt. Aber das ist halt ein Game von, ich habe heute 4-6 Matches gespielt. Also eine Locals, noch eine Locals. Also ein paar Matches, also ein paar Games. Und da habe ich halt wirklich nur einmal die dritte vermisst. Das heißt, das lohnt sich nicht für mich, die dreimal zu spielen. Ein Longisu. Denke ich klar, brauchen wir nichts zu sagen, ist eine gute Karte. Dann spielen wir noch einmal Nightmare Phoenix. Der ist da, um Deck von Olivion zu outen. Richtig solide Karte. Müssen wir aber machen, bevor wir die Orcus-Karten enabled haben, weil er Feuer ist. Dann spielen wir einmal IP Mascarena. IP Mascarena, richtig starke Karte. Dass die Karte vor Destruction schützt, wenn das Monster damit gerufen wird, ist halt wirklich auch nicht verkehrt. Das heißt, wir müssen nicht den Gesus-Effekt dafür verschwenden, die Sachen zu protecten. Dafür ist die halt da. Und die können wir übrigens mit Monster Reborn wieder zurückholen und dann noch ein Monster machen. Das ist ganz lustig. Dann spielen wir einmal den angesprochenen Ballsword Dragon. Einmal Nightmare Unicorn. Das sind beides Targets, die wir mit Mascarena machen können. Genauso wie einmal Topologic Xenoboros. Xeroboros ist eine sehr schöne Karte, weil die halt den Gegner dazu zwingt, irgendeine Gate drauf zu werfen. Denn wenn der Effekt kommt, banisht er alle Karten auf dem Feld. Das heißt, der zwingt wirklich den Gate raus. Und das ist halt wirklich wichtig, dass wir das irgendwie rauslocken können, bevor wir halt auf die anderen Karteneffekte gehen. Deswegen ist der halt stark. Und wenn er durch die Karteneffekte zerstört werden kann, ist der auch echt gut, weil er relativ groß werden kann. Dann spielen wir noch XI-Monster. Wir spielen Dingirsu und zwar zweimal. Und jetzt haben wir einmal hier einen Dingirsu in Ultimate. Sieht der nicht wunderhübsch aus? Guckt ihn euch an, ist der nicht schön? Also ich finde, der sieht einfach in Ultimate so richtig clean aus. Vielleicht werde ich mir die zweite Ulti noch ranholen, mal gucken. Auf jeden Fall danke Leute für den. Habe ich für einen guten Deal bekommen, heute gezogen, also frisch aus dem OTS-Pack. Die brauche ich auf jeden Fall auch zweimal, weil wir immer die Möglichkeit haben wollen,
den aus dem Friedhof zu holen oder vom Exodeck. Also die braucht ihr auf jeden Fall zweimal, dass die beide in Zirkulation sind oder zumindest die Möglichkeit habt, aus dem Exodeck noch auf den zweiten zuzugreifen. Aber ihr holt natürlich immer zuerst die Ulti. Ganz klar. Dann spielen wir noch Instant Fusion Targets. 1000-äugiges Opfer und einmal Elschattenpuppe Winda. Die ist halt gegen viele Decks ein FDK und die ist halt gegen Going Second gegen viele Decks richtig, richtig stark. Und dann für die letzten beiden Karten spielen wir noch zwei Cyber Dragon Fusions. Die ist halt für das Mirror Image gegen Orcus und die ist halt gegen eigentlich jedes Deck, was irgendwie ein Extra Monster liegen hat, was wir irgendwie nicht wegbekommen. Wichtig ist, wir können den Cyber Dragon nächstes setzen und können dann immer noch Mega Fleet gehen, weil Cyber Dragon Mega Flottenrache braucht ein Cyber Dragon Monster. Der braucht Cyberdrache. Das bedeutet im Endeffekt, für den muss Cyberdrache nächster offen liegen, weil er dann auch Cyberdrache gilt, aber verdeckt geht das halt nicht. Aber der ist halt im Mirror richtig stark, weil er auch dann richtig groß wird. Und dann ist er plus Gizmek plus den Effekt von Albtraumritter ist er ein OTK, weil das zusammen 8000 Damage ist. Ich habe heute lustigerweise ihn auch einmal gegen Invoke gemacht, weil tatsächlich Mechabar eine Maschine ist. Und ich habe dann genommen und habe dann Contact Fusion. Das ist richtig gut. Dann kommen wir zu unserem Side-Deck. Heute habe ich mich ein bisschen mehr aus Mirror ausgelassen. Aber natürlich habe ich auch ein paar Anti-Striker-Karten drin gehabt. Ich habe zum einen einmal die Twin-Tesser gebordert. Die sind, denke ich, klar, die brauchen wir auf jeden Fall gegen Backrow-Heavy-Decks wie Guru, True Draco oder irgendwas in der Richtung. Oder halt gegen Striker, das sind die halt wirklich richtig stark. Dann, weil ich letzte Woche so gegen Striker verkackt habe, habe ich heute drei Evenly Matched gebordert. Ist eine solide Karte, die ist wirklich ein Blowout gegen Decks, die das halt nicht annullieren können. Wie True Draco oder Striker, da ist die halt wirklich richtig stark. Dann habe ich, wie beim letzten Mal auch, dreimal Mind Control gesided. Also ich sage das immer wieder, Mind Control ist, wenn ihr Going Second geht, eine richtig starke Karte. Also wenn ihr wisst, ihr geht Second, boardet die dreimal rein, egal gegen welches Deck. Das extra Monster könnt ihr immer verwerten, um dann auf Galatea zu gehen. Es sei denn, ihr spielt halt, weiß nicht, Phantasma Spiral. Das wäre ein bisschen doof, aber dann können wir da keine Ahnung was draus machen. Ist auf jeden Fall richtig stark. Immer dreimal boarden. Dann haben wir noch einmal Hass gegen Orcus. Wir spielen heute dreimal Lancia. Richtig starke Karte. Habe ich heute selber irgendwie so fünfmal abbekommen. Und das viermal im selben Match. Ja, das heißt, Striker Player hat die jeweils 200 Schaden gehabt, was natürlich richtig geil ist. Ging dann leider in einen 2-1 für ihn wegen Hayates Damage in Time. Aber die Karte ist halt im Mirror Match richtig, richtig stark. Und weil ich halt das Mirror Match respektiere, spiele ich noch einmal diese Karte hier. Chaosjägerin. Die kennen wahrscheinlich gar nicht ganz so viele. Aber der Effekt von ihr ist, wenn euer Gegner ein Monster spezial beschwört, können wir diese Karte von unserer Hand spezial beschwören, indem wir eine Karte abwerfen. Das heißt, wir kriegen potenziell mit ihr ein Orkus-Monster in den Friedhof und können unseren Gegner daran hindern, was zu banishen. Und das ist richtig stark. Wir müssen nur aufpassen, dass der Gegner zuerst den Gesto gemacht hat in der Runde, damit er nicht den Gesto einfach den outet. Das wäre ein bisschen doof. Wäre voll schade. Ich habe den heute auch gegen Invoke gesided, weil ich mir dachte, Lancia ist gegen Invoke ein bisschen doof, aber die Chaosjägerin, oh boy, die war richtig stark. Denn das Lustige war, ich habe es halt gemacht, nachdem er Mechabar gemacht hat, ich den Effekt gebaitet habe. Er ist auf eine Spezialbeschwörung gegangen, dann habe ich die gechained. Dann hat er Mechabar gehabt und er konnte nur drüber, er hätte nur drüber rennen können, indem er entweder das Crushed oder den Alistar abwirft und hätte er keine Geld mehr gehabt. Das heißt, das war gegen Invoked richtig stark, weil er auch nicht mehr fusionieren kann, weil er dann Monster von Hand abwerfen muss. Und er hatte dann halt den dritten Alistar in der Hand. Das war halt ein geiles Game irgendwie. Ja, das war's zu meinem Orcus Machine Loop Deck. Ich finde, das ist eine sehr coole Variante, um Orcus zu spielen. Ich bin heute 3-1 gegangen und in der zweiten Locals, die wir gespielt haben, habe ich ein Match gewonnen und eins verloren. Das war ein bisschen doof, weil das war eine kleinere Locals, weil es nur noch 8 Leute waren. Und mein Gegner stand dann 2-0, das war ein bisschen doof, weil dieses Striker-Match ist ein sehr cooles Deck. Also probiert das auf jeden Fall mal aus, wenn ihr das Geld nicht ausgeben möchtet. Spielt es mal online, damit ihr wisst, wie das Deck funktioniert. Ist ein sehr cooles Deck auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Lasst doch gerne mal ein Like da für Oberdin. Und wenn ihr eine Spielmatte braucht, wie so eine hier ist ein Design,
was ich für euch erstellt habe. Das kostet 5 Euro. Unten ist der Link zu meinem Discord. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr mir per PayPal was bezahlen. Dann könnt ihr das Design haben und könnt es bei Custom Playmat bestellen. Kostet dann so ungefähr 25 Euro bei Custom Playmat. Dann würde ich sagen, haut da rein. Ciao, Leute.